Hallo und willkommen zu einem neuen Video und wieder ein Football Break. Und ich suche mir irgendwas aus jetzt hier. Was nehme ich denn? Ich nehme einfach die hier mal. Topps Prime 2014, auch schon ein bisschen älter. Ich habe noch nie eine aufgemacht, bin jetzt auch ein bisschen überfragt. Hier steht eine Multi-Relic und ein Patch or Prime Relic Card per Box. Und auf der anderen Seite steht ein Autograph Relic und Autograph Card per Box. Was nu? Sind jetzt 4 Karten drin oder 2? Ich weiß es nicht. Wir lassen uns überraschen. Viel Spaß. Und drückt mir endlich mal die Daumen, dass ich was Ordentliches rauskriege. Entweder ein paar Bucks für meine Sammlung oder eine coole Karte, die man auch gut verkaufen kann. Ach ja, was kostet die denn? Ich sage euch das ja immer. Und zwar ist es die Prime, $75. $75, ne, mit Versandkosten wieder und Zoll. Ja, sind wir dann so bei knapp 100 Euro. So. Kartendesign, naja. Ist jetzt nicht so mein Fall. Ist mir zu bunt. Und die Fotos finde ich ein bisschen, irgendwie ein bisschen blass, ich weiß nicht. Karten sind wertig, also schön dick. Und das Design finde ich jetzt ein bisschen, weiß nicht, langweilig. Ich weiß nicht, wie ich es nennen soll. Okay, also, meine Meinung. Jaguars, Texans. Dann haben wir Seahawks und ein Buccaneers. Mike Glennon tue ich mir gleich mal beiseite, die habe ich noch nicht. Prime Timers, JJ Watt, scheint eine Insert zu sein, ja, PTJW, Prime Timers, und Brandon Cook, Rookie. Ich habe von der Serie noch gar nicht wirklich viel gesehen, ich weiß nicht, wie die Jerseys ausschauen, wie die Autographs ausschauen, wie die Inserts ausschauen. Ich lasse mich absolut überraschen hier jetzt von der Box. Ich glaube, wir haben einen Hit hier drin, die dicke Karte hier. Wir haben schon mal einen Bucks, Mike Evans, auch die habe ich noch nicht, Rookie. Dürfte sogar ein paar Dollar wert sein, die Rookie von Mike Evans, dürfte einer der teuersten sein im Jahr 2014. Jo, Giovanni Bernard, und hier haben wir Aaron Robinson, Wide Receiver, ist eine Insert. Gut, die Karte gefällt mir jetzt wieder so vom Design her. Ein bisschen klarer, nicht so einen bunten Hintergrund, das mag ich immer nicht so. Ich finde es schöner, wenn der Spieler im Vordergrund mehr steht. Und wir haben eine Primetime Performance. Naja. Mini-Jersey. Mini. Schaut mal. Seht ihr es überhaupt? Rookie Andre Williams von den Giants. Na, die Patches hätten sie aber schon ein bisschen größer machen können, oder? Missing Text steht auch noch da. Aha. Okay. Wir vermissen den Text hier auf jeden Fall. Gut. Also eins weiß ich jetzt schon. Meine Lieblingsserie, über die nicht gehören. So, Basekarte von den Vikings, dann haben wir Patrick Peterson von den Cardinals. Wir haben gleich noch einen Hit hier drin. Jerick McKinnon, Rookie von den Vikings. Und Congratulations, Tom Savage von den Texans. Ah! Na, die schaut doch mal cool aus, oder? Primetime Level 5. Nicht schlecht. Könnte jetzt ein anderer Spieler sein, wenn man mich fragt. Aber, ja, im geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul, heißt so schön. Nicht immer meckern, wenn man was kriegt. Es könnte natürlich immer besser sein. Eine One of One. Ist aber nicht numbered, aber es wird irgendwo geschrieben stehen, wo die Level 5 oder wie viel es von den Level 5 gibt. Ja. Ich weiß nicht, 100 Stück oder so, grob geschätzt jetzt. 4 Jerseys, einmal 2-Color insgesamt, 4-Color kann man fast sagen.
mit Autograph. Cool. Player Worn Material Texans. Schöne Karte. So, dann geht's weiter. Alshon Jeffrey Cowboys. Robert Mathis Colts. Julius Thomas Broncos. Und hier Demarius Thomas Broncos. Reggie Wayne, eine Gold Parallel. Auch nicht numbered. Ist ein bisschen dicker als die anderen Karten. Und eine Parallel, also seltener wie die silbernen hier. Und wir haben einen Rookie. Der ist limitiert auf 99. Schöne Karte, also so gefällt sie mir dann wieder vom Design her. LeSean McCoy, Eagles, Ryan Matthews, Chargers, Adrian Foster, Texans, Ryan Tannehill, Dolphins, ein Insert, Prime Timers, Vikings, Cordarrelle Patterson und ein Rookie, Cody Latimer, Broncos. Es geht weiter mit Terrell Suggs, Ravens, Roddy White, Falcons. Hier haben wir den Tony Romo, Dallas Cowboys, eine Insert Prime Rookies, Derek Carr. Ah, das ist auch Jahrgang 14, genau. Und hier haben wir wieder eine Gold Parallel, Andrew Luck. Und ein Rookie, Jeremy Hill von den Bengals. Von Miller, Broncos, Sean Lee, Cowboys, Ace Sanders von den Jaguars, dann haben wir wieder eine Insert, Prime Timers, LeSean McCoy von den Eagles und, was ist das schon wieder hier, Congratulations, you allowed you to receive an autographed veteran variation of Julius Thomas. Und wieder eine Redemption von Topps diesmal, nicht von Panini. Einschicken. Oh Mann. Pech gehabt. Habe ich wieder einen Haufen Aufwand, bis ich an die Karte komme und dann ist sie ein paar Dollar wert. Bishop Sankey Rookie. Percy Harvin Seahawks. Darrell Ruiz. Patriots, Geno Smith von den Jets, Keenan Allen von den Chargers, Insert, Prime Timers, Demarius Thomas, Broncos und Rookie Michael Sam von den Rams. Zwei Packs noch. Das waren jetzt drei Hits, glaube ich, oder? Ja, ich habe vergessen zu zählen. Victor Cruz, New York Giants, sorry. Dann haben wir den Demarius Thomas, Broncos. J.J. Watt von den Texans. Hier haben wir ein Primed Rookies, Calvin Benjamin. Und hinten haben wir noch eine Austin Seferian Jenkins, Buccaneers Rookie und einen Michael Sam Defensive End Jersey Karte mit 4 Patches. Numbered to 140. Schöne Karte. Michael Sam Rams. Naja. Bin ich auch nicht so begeistert. Ich sag's, wie es ist. Alex Smith, Chiefs, Pierre Thomas, Saints. DeMarco Murray hatten wir schon mal. Matthew Stafford von den Lions. Dann haben wir noch einen Prime Timers, Colin Kaepernick, 49ers. Und als letzten Rookie, Josh Huff von den Eagles. Gut,
Also vier Hits waren, glaube ich, drin. Ja. Ich suche sie noch mal ganz kurz raus. Ein Short-Printed Rookie hat man. Das war der beste Hit. Also zumindest optisch auch. Tom Savage, dann hat man hier diese Karte. Wir haben eine Autograph Redemption. Und unser Super Duper Jersey hier. Muss man erstmal suchen auf der Karte. Das waren die vier Hits. Und wieder hatte ich leider Pech. Die Karten hier, die da rausgekommen sind, rechtfertigen den Preis leider nicht. Habe ich nur so viel Pech oder alle anderen auch? Und das Letzte, was ich sagen wollte, schaut mal an. Könnten Sie sich sparen. Ist erstens mal nicht ganz umweltfreundlich, Styropor. Und könnten Sie sich hier genau diese Höhe auch im Karton sparen. Würde einen Haufen Verpackungskosten minimieren. Finde ich, aber da ist Panini genauso schlimm wie Tops. Okay, also meine Lieben, ich hoffe, euch hat es trotzdem Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal. Ciao.